gut, hier sind wir bei. Mal hier was fusionieren. Nein. Gerade. Gerade. Okay, die dritte Mannschaft darf fliegen wieder. Okay. Mal schauen. Wie die erste Legion. Kohorte, was auch immer, wie man das nennt. Okay. Machen dafür gleich mal einen Satz nach vorne hier. Wieso haben die jetzt... Das wird eng, befürchte. Ah, eins, ey, ein bisschen mehr Schaden könnt schon machen, ey. Also, ey. Das gleich nochmal vielleicht, das wäre auch cool. Nee, ach, warum drücke ich denn immer A? Das, ich will dich doch nicht überspringen, ey. Das ist natürlich doof gemacht jetzt von mir, ey. Die eigene Einheit noch einsperren. Yes. Die können da generell drüber fliegen, was für ein Shit. Okay. Das ist natürlich richtig blöd. Oh, come on, ey. Eigentlich will ich schon wieder neu laden, ey. Das, dass ich das nicht weiß, was die dann können, ey. Zustand, sie sind ja sogar liegend. Ja. Nicht nur fliegend, sondern nur liegend. Fliegen. Mit der Übersetzungsfehler. Ey.
wie sie einfach nicht weggehen von denen. Auch unbedingt mehr Bogenschützen, ey. Dann haut sie ja endlich mal weg. Ja. Eins. Ich würde gern meine Einheiten besser ausrüsten, damit nicht so viel drauf gehen an der Hand, ey. So, endlich. Ah, Gott sei Dank, ey. Ja, das war die letzte Heilung in ihrer Schlacht. Ah. Das ist spannend, ey. Uff. Okay, Verluste. Wappen des gefallenen Ritters Malander Linz. Okay. Hier. Yes. Pro Talentstufe erhöht sich die Maximalstufe der Armee um 1. Aber es ist schon Maximalgröße. Da müssen mehr rein. So, mal speichern hier. Wie schaut's denn auf der Rekord aus? Diplomatie. Mit wem? Militär, aha, Logistik. Ja, null. Wie auch. Juch. So, ah ja. Was wir heute noch machen, ist auf jeden Fall mal hier das Kaltwasser.
Ja, das hört sich schon. Okay, die Map ist größer. Dann wird jetzt vielleicht. Jetzt getroffen worden, oder wie? I'll go ahead. Okay. Ja, Nauk. Janak wandert nachdenklich im Hain herum. Er bleibt vor einigen Bäumen stehen, hart von Zeit zu Zeit. Er scheint etwas sorgfältig zu untersuchen. Beim Geräusch deiner Schritte wendet er sich abrupt um, aber die Besorgnis in seiner Miene weicht rasch einem freundlichen Lächeln. Kommandant, es freut mich sehr, euch zu sehen. Habt ihr also doch noch die Zeit gefunden, unser verschlafenes Nest zu besuchen? Oh nein, er hat mich lediglich erschreckt. Meine übereifrige Fantasie, ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, in so einem kleinen Dorf zu leben. Die Stadt, in der ich aufwuchs, war deutlich größer und befand sich nahe einer Handelsroute. Es gab also ständig neue Gesichter und stets viele Leute. Hier ist es anders. Sobald ihr das Dorf verlässt, seid ihr völlig allein. Ihr könnt meilenweit in alle Richtungen spazieren und nur Vögel und andere Tiere leisten euch Gesellschaft. Natürlich wird uns Erastil genau dieses Leben, aber ganz ehrlich, ich fühle mich manchmal noch etwas unwohl dabei. Sie selbst deutet auf einen der Äste und du merkst zwischen den Blättern eine kleine Puppe aus Gras und Seetang, die mit blauem Band befestigt ist. Die findet man in diesem Hain überall. Sicher irgendein örtliches Ritual. Ich habe die Dorfbewohner gefragt, was es bedeutet, aber sie geben mir keine Antwort. Ich verstehe den Grund für diese Geheimnistuerei nicht. Ich gewöhne mich langsam daran. Hin und wieder treffen mich noch skeptische Seitenblicke, aber das ist keine Überraschung. Schließlich bin ich nur ein Fremder, der ohne Einladung aufgetaucht ist und sich im Dorf niedergelassen hat. Die Kirche hat uns davor gewarnt. Mit solchem Misstrauen ist anfangs zu rechnen. Ich muss eben mein Bestes geben, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich heile, reinige das Wasser, verteile Segen. Früher oder später werden sie mich als einen der ihren akzeptieren. Das verstehe ich. Meine Zeit in Canabris hat mir einen kleinen Einblick in den Krieg vermittelt. Ich musste ihn nur wenige Tage durchleben, aber die Schrecken, deren Zeuge ich wurde, werden meine Albträume noch jahrelang heimsuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für euresgleichen ist, für Soldaten, die ihr Leben dieser Sache gewidmet haben. Der Priester legt eine Hand auf sein Herz. Ihr habt beschlossen, dort zu kämpfen, um unser ruhiges und friedliches Leben hier zu schützen, und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Er ist ihnen gleichgültig. Das sind pragmatische Leute, die keine Zeit für Theologie haben. Wenn der Meisterschütze ihnen hilft, zu überleben, reicht ihnen das. Wisst ihr, manche Priester sind übereifrig, wenn es ums Predigen geht. Sie verlangen, dass die Leute beten, überwachen alle Rituale, bringen Opfer. Und dann sind diese heiligen und frommen Priester überrascht, wenn sie aus dem Dorf geworfen werden, direkt ins nächste Schlammloch. Der Priester lacht. Ich habe das anders gelernt. Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr würdig seid. Ihr müsst ihnen zeigen, warum ihr und eure Gottheit nützlich seid. Erst wenn sie euch vertrauen und Fragen über euren Glauben stellen, könnt ihr eure Überzeugungen mit ihnen teilen. Dann könnt ihr ihnen alles über den Meisterschützen und seine Lehren erzählen. Nun denn, führt mich ein wenig im Dorf herum. Natürlich, lasst uns gehen. Ihr werdet die Bewohner treffen und sehen, wie wir leben. Vielleicht sind euch sogar etwas Ruhe und Frieden gegönnt. Eine kleine Pause von den Widrigkeiten des Kriegs. Und jetzt rendert deswegen. Achso. Okay. Mal abspeichern. Irgendwas stimmt hier nicht.
I know the way. Hier zu sehen oder follow my lead. Okay. Ah ja. Auf Kehle und Bauch, dort sind weniger Schuppen. So, so. Habt keine Angst, wir haben schon größere bekämpft. Ich glaube, du stirbst als Erster. Do not fear! Do not waver! Okay. Cover me, alright? Wirklich seine Hydra ist fast im Eimer. Oh mein Gott, wie cool. Los, ich würde gerne mal an. Wide open. So, Lan. Brauchen uns keine Schande hier. You've crossed the wrong month. Jawohl, genau so. Das wird euch lernen. Euch mit uns anzulegen. Ein Mann mit grünen Augen, den breiten Schultern eines Schwimmers und den quirligen Händen eines Fischers droht der bewegungslosen Leiche der Bestie mit der Faust. Irgendwas hat sie verärgert. Das war schon das zweite Mal in diesem Monat, dass sie herausgekrochen kamen. Soll sie willkommen, eine Frau, deren Augen dieselben Grünton aufweist wie die des Fischers, lächelt dich an. Es ist nicht das erste Mal und es wird nicht das letzte Mal sein. Aber was soll's? Sie können uns nichts tun und wir können aus ihrer Haut wasserdichte Mäntel und Umhänge fertigen. Michael, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist Steve Glendale, der Kommandant des Kreuzzugs. Ich habe euch von ihm erzählt. Ah, ein echter Held in unserem verschlafenen Nest. Es freut uns, dass er vorbeikommt. Jemand so Wichtiges hat uns noch nie besucht. Heldentaten sind wichtig, aber manchmal sollte man die Front auch hinter sich lassen und mit normalen Leuten reden, die normale Leben leben. Okay, gut. Lesen verlernt. Wie auch immer, willkommen in Kaltwasser. Wir werden es ja verwandeln. Nun, wie soll ich das ausdrücken? Unser Dorf ist zu klein, als dass jemand das Sagen haben könnte. Wir wissen einfach zufällig ein oder zwei Dinge über Waffen und wenn eine böse Kreatur aus dem Fluss gekrochen kommt, geben wir die Befehle. Geht es hingegen ums Fischen oder das Reparieren der Netze, befolgen wir die Befehle anderer. Wir sind keine Armee und es gibt hier keine Offiziere. Wir leben zusammen, lösen unsere Probleme zusammen und dienen zusammen dem Eisbach. Allerdings, um die Wahrheit zu sagen, hören uns die Leute erst seit wenigen Jahren wirklich zu. Davor blieben alle für sich und niemand wollte seine Nase in fremde Angelegenheiten stecken. Als wir die Idee hatten, entlang des Flusses Handel zu treiben, haben sich die übrigen Dorfbewohner heftig gesträubt, aber als dann Geld und Waren ins Dorf kamen, änderten sie ihre Meinung. Ja, das Dorf ist gewachsen. Wir bekommen Dinge zu sehen, von denen wir früher immer nur gehört haben. Vorletztes Jahr hatten wir einen Jahrmarkt mit Gästen bis aus Canabres. Dann kam ein Priester und so etwas hatten wir hier noch nie gesehen. Und jetzt, wer hätte das gedacht, stattet uns der Kommandant des Kreuzzugs einen Besuch ab.
Wie ich sehe, habt ihr einen Blick für derlei Dinge. Natürlich hat er den, er ist der Kommandant des Kreuzzugs, er hat dir das auch mit geschlossenen Augen sagen können. Alessa lächelt dich an. Das verdanken wir alles unserem Vater, dem Eisbach. Er kümmert sich um seine Kinder, lässt nicht zu, dass jemand ihnen etwas antut. Er füllt unsere Netze mit Fischen und vertreibt die Monster. So ist es. Und wenn ihr die Bestien nicht vertreibt, schwächt ihr sie, damit wir sie töten und ihnen die Haut abziehen können. Es hat sich nicht viel verändert. Mikkel zuckt die Achseln und lächelt freundlich. Er ist ein guter Kerl, heilt hin und wieder jemanden und belästigt uns nie mit Predigten. Und in unserer Freizeit lernt er sogar, wie man fischt. Außerdem kennt er viele Lieder und wenn er singt, möchte man sich hinsetzen und zuhören. Ein Schatten huscht über Merkels Gesicht und er wendet den Blick ab. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, ein alter Brauch aus der Gegend. Es ist nur ein Ritual, fügt Melissa leise hinzu. Weitere Einzeiten scheint er keinen mitteilen zu wollen. Er ist direkt hier. Merkel nickt Richtung Fluss. Dachtet ihr, das sei der Seelen? Nein, um den zu erreichen, müsstet ihr einen halben Tag lang rudern. Er ist groß. Das stimmt und sehr wichtig. Der Seelen fließt durch mindestens ein Dutzend Länder. Aber was wäre der mächtige Seelen, wenn er nicht von tausenden kleiner Flüsschen und Rinnsalen wie unserem geliebten Eisbach gespeist würde? Die Einwohner von Kaltwasser bringen dem Fluss große Verehrung entgegen. Die Beobachtung des Priesters ist sachlich, aber du bemerkst, dass seine Stimme dabei ein wenig gequält klingt. Wie sollten wir auch nicht? Unser ganzes Leben dreht sich um den Fluss. Vom Hochzeitskranz, den wir seine Strömung überverantworten, bis zum Begräbnisboot, das auf den Wassern davonschwimmt, wenn die Zeit gekommen ist. Unser Vater, der Eisbach, ernährt uns, gibt uns Wasser, beschützt uns. Mit einem freundlichen Lächeln wirft Merkel dem seufzenden Priester einen Seitenblick zu. Die Götter sind weit entfernt, aber unser Eisbach ist hier, also behandeln wir ihn mit Respekt. Nein, wir haben noch nie welche gesehen. Unser Vater, der Eisbach, beschützt uns. Er würde nie zulassen, dass solche Abscheulichkeiten uns zu nahe kommen. Okay, das wird mir alles ein bisschen suspekt da noch. Das stimmt, Meckelt, saust es mal letztes Haar. Sie lacht und zwickt ihn in die Nase. Sie ist meine kleine Schwester. Sie kommt nach unserer Oma. Möge die Erinnerung an sie nie verblassen. Sie war ruhelos, konnte nicht still sitzen und Malessa ist genauso. Sie muss immer etwas zu tun haben. Und du kommst nach unserem Opa, möge der Flussrand sein Federbett sein. Du bist ebenso mutig wie er und genauso stur. Ich mag euch beide nicht, sterbt. Das stimmt, zwei Arme, zwei Beine, keine Hörner, kein Heiligenschein, keine Reißzähne, keine Spitzenohren, nur ein ganz normaler Mensch. Euer Ruf eilt euch voraus, unser Priester hat uns viel von euch erzählt, wir sind voller Bewunderung für euch. Muss gehen. Rück an die Front, Melissa schüttelt traurig den Kopf. Ich kann mir die Albtraumkreaturen nicht einmal vorstellen, die ihr dort bekämpfen müsst. Ich wünsche euch eine gute Reise und einen raschen Sieg. Und dennoch kommt mir hier irgendwas suspekt vor. Wir sind alle zu freundlich. So was gab es irgendwie noch nie. I hope you appreciate mehr Handschuhe. So. You've marched me to the bones today. Was haben wir denn da für Handschuhe?
Also bei Einschüchterungsversuchen bestätigt er die Handschuhe eigentlich schon wieder. Aha. Okay, das ist natürlich jetzt doof. auch nicht. Überzeugung. Wie gut. Okay, also wieder sie ist schon welche. Ja. Gehen wir es hier. So. That is not far. I'll go ahead. Salat. Sprechen. I know the way. Goldener Tanz. Follow my lead. I am helpful, am I not? As it should be. So, kann man mit denen nur reden. Warum habt ihr die Bäume im Hain? An ihre Äste sind kleine Puppen und Grasdinge. Überall Dutzende. Okay, gefällt euch das Leben im Dorf, das kennen wir euch schon. Ruhig hier. Der Einhäschen. Ihr missfällt mir, sterbt. Ich finde eigentlich so immer wie lustig, dass man halt immer so diese einfache Möglichkeit hat, vor jeden umzuhauen. Bitte doch, der Kommandant ist hier. Willkommen zurück. Weg. Ihr bleibt so lange ihr wollt. Wie ist das die Lage im Dorf? Mich ruhig. So, mal sehen. Und jetzt nachher nein. Wir waren nur fischen. Aber Religion Gott hätten bei allem Respekt vor Janok, aber für solche Dinge hat ja draußen niemand Zeit. Die Leute in der Stadt mögen zu ihr beten, die Dinge anhören, aber in einem
abgelegenen Nest wie diesem hier sind wir voll auf damit beschäftigt zu überleben. Für uns gibt es nur einen Versorger und Beschützer, unser Vater, den Eisbach. Ja gut, den kennen wir. Den kennen wir auch schon. Auch und verpackt. Eine Seafrog, sieht ja der Kommandant. Dasselbe in grün. Und trotzdem wird das Gefühl nicht los, dass hier irgendwas im Busch ist. Ey. That is not far. We are the light. They are the darkness. Wie ein Schreckenswurf. Stab you or zap you? Why not both? The spirits demand your blood. Oh, jetzt haben wir die überrascht, oder was? Die Schreckenswürde. Geil. Gleich eins auf die Mütze hier, ey. Dann. Los. Hä? Keine Pfeile mehr da. Das ging daneben. So, hier. Sie. Distract them for me. Hoffentlich noch einmal. Wunderbar. You are today's sacrifice. Einfach. The light will take you. Okay. You won't survive me. Good. I'll go ahead. Der Derb des Tierfleisch, so so. Elchfell. Against our resolve. Time to share your treasures. Okay, nice. Meh. Go for their heart. This will hurt. Shut up. Oder mach was. Gut. Holy shit, ey. Komplett zerspratzt, ey. Jetzt nur, solange Seele noch anchargen kann. Dass sie auch irgendwie müde ist. Endure this! Me, all right? Shut it. I'll cut you wide open. A calculated risk. Ganz ins Klo gegangen jetzt der Schuss. Too late for apologies. Hm.
The Inheritor, guide my blade. Oh, come on. Solan. Gut. Make every strike count. Genau. Stab you or zap you? Why not both? The spirits demand your blood. 19. Ah, machen wir jetzt. Magie. Ja, trotzdem muss man halt treffen, aber egal mit was. I'll hit you. Ja. Da. No glory without rest. Jawohl, genau so. I know the way. Weiß nicht. Follow my lead. Mm-hmm. As it should be. That is not far. I'll go ahead. Ah, okay. Mit verschwunden. So. Can we retreat already? You've crossed the wrong mongrel. Genau so. So, oh mein Gott. Okay. Wieder wird abgegradet. You won't stop us. Into the fray. You will survive me. Okay. Wie
Muss ich kurz auf Pause. Wieso? Was hat die irgendwie die Leben geteilt oder? I know the way. Ominös. Ominös, das Ganze. Möchtest du dich ausruhen? Ja, da geht nichts. Sonst irgendwas zum Vorbereiten. Ah ja, jetzt sind immer weniger. Of wisdom from Brother Woljif. When you're on a job, don't go wearing a big sweeping cloak. When you're sneaking about the house, you'll knock over every trinket like an idiot. Speichern.
Machen wir gleich die nächsten. Warum drücke ich immer A? Oh, come on. Du Arsch. So. Du hast meine Bogenschützen verfolgt, jetzt wirst du sterben. Alle Verluste. Ein Kriegstrupp der Kreuzfahrer wurde schon angeaktiviert. Das dauert nur wenige Minuten. Der Lagerverlegung. Der Militärlager ist an einen anderen Ort gezogen, während du in das Dorf vorankommst und eine Phase des Kreuzzugs nach der anderen abschließt, wird dein Lager gelingen, entlang der Straße nach Dresden weiterziehen. So, so. Wunderbar. Ah ja, okay. Die Dämonenarmee nehmen wir noch mit heute. Und dann. Gut für auch Zombies, okay, Gruftschrecken. Das ist neu. Oh, Fallprobe.
Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Aha. Schon wieder im Eimer immer. Unwillig nicht. Ah. Okay. Nevia, Kommandant, wir haben auf der Straße einen Verdächtigen aufgegriffen. Er sagt, er wäre ein Verbündeter und besteht darauf, mit euch zu sprechen. Wer weiß, wer wirklich ist. Verbesserung von Ausrüstung, du hast eine Armbrust, Richtspruch, die deutlich besser ist als der Gegenstand Finian, die sprechende Waffe. Was? Wie dein Charakter, vergiss nicht, neuer und mächtigere Gegenstand. Ja. Finian austauschen. Der junge Mann bei dir zittert ob seiner Wunden und Erschöpfung. Seine Stiefel sind kaum noch vorhanden. Und wenn er jemals eine Waffe oder Rüstung hatte, ist sie ihm unterwegs abhanden gekommen. Er hat zerschlissene Kleidung und nasses Haar, als wäre er gerade durch einen Fluss geschwommen. Die Wunden an Brust und Schultern bluten und seine Haut ist vom sauren Wegen der Weltenwunde rissig und entzündet. Kommandant,
Der Mann atmet schwer und seine Worte sind nur ein raues Flüstern. Mein Trupp, Hinterhalt am anderen Ufer des Flusses, hilft. Die Wunden des Ritters werden mittels eines Zaubertranks geheilt. Er trinkt einen Schluck Wasser, atmet tief durch, nimmt Haltung an und beginnt von vorne. Jenka Ankelle, Höllenritter vom Orden der Gottklaue. Unter dem Kommando von Haraliktor Rigil der Rensch. Unser Trupp wird von Dämonen angegriffen, die uns zahlenmäßig weit überlegen sind. Ohne eure Unterstützung sind wir verloren. Höllenritter, wir haben die Kreuzfahrer in unserem Kampf gegen die Dämonen mehr als einmal unterstützt, trotz ihres verziehtes Gesicht fragwürdigen Rufs, dürfen wir unsere Verbündeten nicht im Stich lassen. Wenn sie wirklich unsere Verbündeten sind, natürlich nur. Anevia mustert Janka von Kopf bis Fuß. Mir scheint, dass er gar kein Ritter. Ein echter Höllenritter würde bei lebendigem Leib gehäutet, wenn er seine schwarze Rüstung verliert. Was wir hier vor uns haben, ist ein Fremder ohne Rang und Abzeichen, der uns weiß Gott wohin führen will. Für mich riecht es nach einer Falle. Große Kreaturen, die aus der Luft angreifen. Einige von ihnen sind Kämpfer, andere, denke ich, sind Kleriker, die gefährliche göttliche Zauber wirken. Sie sehen aus wie zum Leben erweckte Steine. Ich bin mir fast sicher, dass sie Gargülen waren. Sie fielen von oben über uns her, als wir unser Lager aufschlugen und besonders verwundbar waren. Außerdem hatten wir nicht unsere volle Truppenstärke, weil der Paraliktor einige Männer als Spätrucks abgestellt hatte. Die fliegenden Monster haben uns nicht bekämpft, sie haben nur unsere Kämpfer gepackt und sie entweder weggebracht oder in den Tod fallen lassen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Nicht weit von hier am anderen Ufer des Flusses. Nicht weit für einen einzelnen Kämpfer, der seine Rüstung und seine Waffe abgelegt hat. Wir können den Fluss nicht ohne weiteres überqueren und müssen einen Umweg nehmen, aber selbst wenn wir jemanden retten können, wird das unsere Offensive gegen Dresden deutlich verzögern und dem Feind Gelegenheit geben, sich vorzubereiten. Inge sieht dich erstaunt an. Die Höllenritter sind formelle Verbündete der Kreuzfahrer. Nach einer Pause fügt er hinzu: Ich kann nicht für unseren Anführer sprechen, aber unter diesen Umständen könnt ihr unseren Paralyker gewiss überzeugen, sich eurer Armee anzuschließen. Höllenritter in unserer Armee? Das hat uns gerade noch gefehlt. Was sagen meine Gefährten? Deine Gefährten beugen den Gast misstrauisch. Höllenritter, mit solchen Verbündeten brauchen wir keine Feinde. Wenn es ihnen in den Kram passt, überlassen sie uns die Dämonen. Aber wir sind nicht wie sie, oder? Wir müssen sie retten. Auf mich wirkt das wie eine Falle, aber selbst wenn er nicht lügt, unser Ziel ist Dresden. Wenn sich unsere Offensive verzögert, bekommen wir keine zweite Chance, die Stadt zurückzuerobern. Höllenritter sind herzlose Henker. Jemand aus den Klauen von Dämonen zu retten, ist für sich gesehen gut. Aber diese Wahnsinnigen geben sich alle Mühe, selbst zu Teufeln zu werden. Chilin möge mir vergeben, aber ich finde, wir sollten die Höllenritter ihrem Schicksal überlassen und unsere Offensive auf Dresden vorantreiben. Erinnert ihr euch an Prälat Herun? Tja, stellt euch eine ganze Armee mit Soldaten wie ihm vor. Brauchen wir solche Verbündete? Wenn sie sterben, werde ich keine Träne vergießen. Wir sollten ihnen helfen, aber nur, wenn sie sich im Gegenzug anschließen. Wir könnten frisches Blut gebrauchen. Höllenritter? Nee, nicht für alles Gold der Welt. Wisst ihr denn nicht, was das für ein Pack ist? In einer Sekunde geht man noch seinem Tagwerk nach und in der nächsten findet man sich am Pranger wieder und vor einem steht ein Schlechter in schwarzer Rüstung. Ich weiß nicht, wer diese Ritter sind, aber wenn in der Nähe jemand leidet, müssen wir selbstverständlich helfen. Dafür sind wir doch schließlich hier, oder? Die Krähe auf ihrer Schulter krächzt, als wollte sie ihren Worten Nachdruck verleihen. Hä, was? Neno blinzelt einige Male verwundert. Diese Frage ist nicht von wissenschaftlicher Bedeutung. Interessant ist, wie sich
das von der Weltenwunde vergiftete Flusswasser auf diesen Knaben auswirken wird. Mit eurer Erlaubnis würde ich ihn gerne untersuchen. Oder in ein paar Tagen seine Leiche. Weil ich weiß, Kommandant, habt ihr die Prüfung nicht bestanden und wurdet nie offiziell in irgendeinen Orden aufgenommen. Doch möglich ist es nach wie vor, vor allem wenn Paralytica Derange für euch bürgt. Wir können später darüber reden, sobald ihr euch mit ihm getroffen habt. Naja, natürlich helfen wir. Ja, danke, Kommandant, unsere Truppen sind hier. Der Ritter zeigt auf einen Punkt auf der Karte. Die Lage ist kritisch, bitte schickt eure Verstärkung so schnell wie möglich. Ich gehe voraus, wir treffen uns dort. So, der Alle. Außenbereich. Ach, wieder die Kamera verdreht. Oh, Carnivores, hey Mädchen, das heißt, ihr könnt zaubern. Ein alter silberhaariger Kämpfer mustert Ember skeptisch. Offenbar ist er erstaunt, ein so junges Mädchen in den Wirren des Krieges zu sehen. Er hält sich seine verwundeten, nur notdürftig verbundenen Arme. Könnt ihr mich heilen? Natürlich. Ember flüstert einen Zauber und berührt die blutigen Bandagen. Danke, schon viel besser. Der Soldat reißt sich blutverkrusteten Lumpen vom Arm und streicht über die gesunde Haut darunter. Wie alt seid ihr? Ihr seid doch noch ein Kind. Ich habe eine Enkelin in eurem Alter. Ach, kleines Mädchen, wie seid ihr nur hier gelandet? Was macht ihr hier bei uns, mitten im Geschehen? Ich bin genau wie ihr. Ich kam zum Geschehen, damit das Geschehen nicht zu den anderen Kindern kommt. Kinder wie eure Enkelin. Was sagt man dazu, so klein und doch mutiger als so mancher Offizier. Der alte Mann streicht ihr mit seiner rauen Hand über die Haare und sie lächelt erneut. Die Krähe auf ihrer Schulter reibt wie eine Katze ihren Kopf an seine Hand. Mit euch zu reden beruhigt mich. Ihr habt wohl nicht nur meinen Arm geheilt. Ihr werdet ja oft zu Hilfe gebeten. Die Dämonen tun ihnen weh, ich heile sie. Aber wisst ihr, es überrascht mich doch, so viele Soldaten sind zu mir gekommen. Sie sagen, dass ich ihnen Trost spende und Kraft gebe, aber das tue ich gar nicht. Ich rede nur freundlich mit ihnen. Ich bin nur ein gedankenloses kleines Mädchen. Was, wenn ich etwas Falsches sage? Vielleicht sollte ich einfach still sein, aber ich merke, dass sie sich durch meine Worte besser fühlen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Findet ihr? Denke, ich laufe einfach nur herum und rede dummes Zeug. Sie tippt sich mit einem vernarbten Finger an die Wange und lächelt. Also gut, wenn ihr das sagt, muss es stimmen. So. Mal abspeichern, sicherheitshalber. So. Okay. Jetzt zum Schluss, jetzt mal noch. Wieso ist. Ja, mein Gott. Essen, geisterhafte Berührung. Sorry. Hier am Start plus Button plus 2. Dann können wir haben da irgendwelche Muschen. Nicht irgendwas. Tyrannei des Geistes, ah, das war's, okay. Ich mag Finien, aber nicht weggeben.
Reaper hat schon eigentlich magische, aber ihm gibt's. Haben sie? Haben wir sonst noch irgendwas? Was? So. Okay. Das geht weg. Das. Bogen. Ganzen anderen Krempel. So. Okay. Langsam kommt wieder Kohle rum. Wo haben wir sie denn? Dela. So. Okay. Oh. Let's see. Pains. Aushalten. Ah. 16, ja, es ist schon eine Verbesserung. 16 oder 20. Schon brauchbar. Kettenhemd. Follow my lead. Das Kettenhemd hauen wir noch in die Truhe. Gut, das war's für heute. Wieder einiges weitergebracht hier. In Kampagne oder eigentlich im Kreuzzug. Eine Seeseite haben wir fertig. Und Schicksal des Drachen, okay. Befehligt die Höllen als weitere. Ich bin mal stark drauf, das wird sicher eine längere Geschichte werden.